Wie in der Fernsehküche, wo die immer sagen, das haben wir alles schon vorbereitet für Sie. Ich habe gar nichts vorbereitet. Ich weiß gar nicht, um was es geht. Es geht offensichtlich um 30 Jahre Theater Akzent. Wir sind im Akzent und wir feiern, glaube ich, den 25. 6, 7, den 30. Geburtstag. Also gratuliere. Schön, dass ich auch meinen Beitrag hier leisten kann zum Jubiläum. Deswegen wünsche ich noch einmal 30 Jahre, dann werden wir dort sein, wo ich nicht mehr machen kann, weil ich wahrscheinlich nicht mehr da sein werde. Aber die nächsten 60 Jahre komme ich dann wieder. Essel wird da sein. Ich werde da sein. Na, wir zwei werden da sein. Ja, du. Wir werden alle da sein. Wolke 7. Es leucht, es leucht. Emil, bitte, hallo. Ich habe mir gedacht, du könntest dem Theaterakzent ein Ständchen singen, ein Happy Birthday. Natürlich kann ich das, echt? Na klar. Na, das wäre nett. Also bitte, dann schaut, da ist die Kamera, sing ein Happy Birthday. Okay. Bereit? Mhm. Also, 100 Euro. Was? Mir fällt jetzt auch nichts Negatives ein, obwohl ich mich wirklich bemühe, was Negatives zu finden. Wenn es was wäre, ist es vielleicht im Catering das überproportional vorhandene Liptauerbrot mit der Olive obendrauf. Ja, die Olive ist natürlich die super, ist das Liptauerbrot, aber es ist schon sehr viel, sehr oft Liptauer. Es heißt ja Akzent und es ist ein Theater, das wirklich Akzente setzt. Und das heißt, dass die möglichst breit gestreut sind. Was sich jetzt vielleicht ein bisschen wie man auf Berlinerisch sagt, ein Kessel Buntes anhört, also ein fröhliches ungefähr. Das ist es nicht. Es werden schon sehr bewusst Akzente gesetzt. Das Akzent macht Konzerte, das Akzent macht Kabarett, das Akzent macht Theater, das Akzent macht Kindertheater, Soloprogramme. Ich finde einfach vom Angebot her, glaube ich, wechselt das auch sehr. Also es gibt einfach Menschen, die suchen sich da so ihre Sache raus und die gehen vielleicht jetzt auch nicht 10-mal im Jahr ins Akzent, sondern gehen halt dann gerade zu dem Konzert oder zu dem Bühnenstück. Ich habe den Eindruck, es ist ein Ort der Begegnung. Und es begegnen sich ganz unterschiedliche Dinge und letztendlich ist das ja die Stadt. Die Stadt ist genau diese Diversität. Ich bin das schon mit dem Karl-Heinz Hacke aufgetreten. Ich glaube sogar mit dem Erwin mit dem Steinhauer aufgetreten. Sehr oft allein aufgetreten. Also ich kenne das Theater seit vielen, vielen Jahren und habe es besonders gern, weil es erstens eine perfekte Größe hat. Also es ist für so Abende, die man macht, ist diese Anzahl von Sitzen und die Größe des Raumes nahezu perfekt. Und dann kommt bei dem Theater auch noch dazu, dass es technisch wirklich eine Orgel ist. So eine ganz, eine, das ist so ein atmosphärischer Urzustand, den man hat, wenn man da unten in der Garderobe wartet, darauf, dass man drankommt. Und da hat jedes Gebäude eigentlich so irgendwie seine eigene Spannung und dann nimmst du dann auch verschiedene Befindlichkeiten mit hier. Und ich kann mich in den Garderoben hier einfach sehr gut konzentrieren, muss ich sagen. Also ich habe dann immer eine ganz gute Spannung, wenn ich auf die Bühne komme. Das ist ein Haus, wo du immer auf einen gewissen Stock am Publikum einfach zurückgreifen kannst. Das wird so beworben, dass du stehst nie vor einem leeren Haus. Hierher zu kommen ist ein bisschen nach Hause kommen, ja? Zu den Leuten, die dich kennen, die du kennst und
Da läuft vieles ganz automatisch und mit eben freundschaftlich und familiär. Wobei familiär ist ja ein glitschiger Ausdruck, nicht? Weil in der Familie kann es ja oft krachen. Also, bei uns natürlich nicht, aber man hat das schon gehört, gell? Das ist jetzt das erste Zeichen. Noch 10 Minuten bis zum Beginn der Vorstellung. Noch 10 Minuten. Wir haben noch 10 Minuten. Also ihr seid live dabei, was? Und ich mach die letzten Schliffe. Das war jetzt das zweite Zeichen. Noch 5 Minuten bis zum Beginn. Noch 5 Minuten. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Ich habe im Theaterakzent immer noch mehr Lampenfieber als in Norddeutschland, obwohl das natürlich so ein rundum sorglos Theater ist. Das Publikum im Theaterakzent ist ein ganz wunderbares. Also ich habe das Gefühl, wir finden da auch genau unsere Zielgruppe. Das ist schön, obwohl der ganze Spielplan eigentlich so viele verschiedene Menschen anspricht. Und ja, das Publikum ist natürlich an einem Samstag anders als an einem Sonntag. Das haben wir auch schon ausprobiert und auch schon gemerkt. Und genauso wie das Programm hier kunterbunt ist und eigentlich auch das Publikum relativ offen ist für Kunterbuntes. Und mit Kunterbunt meine ich jetzt nicht leicht und oberflächlich, sondern wirklich verschiedenste Sachen. Und so kunterbunt sind auch die Stücke, die ich hier gespielt habe. Also wirklich von einem Werner-Feimann-Abend über eben einen Bezahlt wird nicht von Dario Fo. Ich habe sogar einen Roboter hier gespielt. Als wir erfuhren damals, vor 30 Jahren, dass das Akzenttheater gebaut wird und eröffnet wird, war ich, weil ich war immer in der Revolution tätig, entsetzt, dass man so viel Geld für eine Institution verwendet, um ein altes Theater zu bauen, wo wir Freien da vor 30 Jahren gerade mehr oder weniger durchgestartet sind und um jeden Schilling damals noch gekämpft haben. Und da war das dann natürlich wahnsinnig viel Geld, was wir völlig sinnlos verbraten gefunden haben. Und heute mag ich dieses Haus natürlich sehr gerne, weil ich die Vorzüge kenne. Es hat einfach eine fantastische Technik, es hat eine super Leitung, es ist wie Faust 1, wo im Vorspann ist, da hier wird alles geboten. Wir treten im Akzenttheater auf seit, ich schätze, 15 Jahren. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist für mich so, wie als wäre ich hier immer schon gewesen. Und immer stört mich, weil ich komme immer von unten hinauf zu Fuß, dass es bergauf geht. Das ist das Einzige vielleicht, wo dann irgendwann auch auf so... Auf der Argentinierstraße. Ja, auf der Argentinierstraße. Wo dann vielleicht, wenn man Otto Schenks Alter erreichen sollte, man Schwierigkeiten hat. Aber ansonsten, das ist das Einzige, was man vielleicht einschränkend sagen könnte. Das muss so, ja, 2002 oder sowas vielleicht gewesen sein. Da bin ich hier nach Wien gekommen und habe dann dort mein Studium aufgenommen als Musical-Student und habe dann tatsächlich eine Vorstellung hier. Ich weiß, es waren noch Kollegen, die haben damals, glaube ich, Herr im Raimund-Theater gespielt und die haben hier einen Abend, haben die hier eine Show gemacht. Und da saß ich hier irgendwo in der Nähe und da hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich so oft in meiner Zukunft dann hier auftreten werde. Das Besondere am Akzent, und das ist besonders schön für mich oder für viele, die kein künstlerisches Zuhause in dem Sinn haben an einem Theater, dass es auf merkwürdige Weise ein Zuhause ist. Ja, das ist wirklich seltsam und das liegt, glaube ich, sehr an Wolfgang Sturm und seiner Crew, die er um sich geschart hat. It's amazing that the guy who did the sound know all of our names. But we came just 3 hours ago
and we leave tomorrow. And he will learn another 10 names in the tomorrow show. He's genius. We had a sound check of 7 minutes, an 8-piece band. Can you imagine that? The only place where it happened in my life is in Akzentiert. Ich habe eine Lesung, eine Canetti-Lesung gemacht, die eine ältere Dame so bewegt hat, dass sie mir mit der Post ein Buch nach Hause geschickt hat mit einem kleinen Brief, wo sie sich ganz herzlich für die Lesung bedankt und die Meinung vertreten hat, dass der Preis ihrer Eintrittskarte kein adäquater Beitrag für diesen Abend ist und sie möchte mir dafür gerne wenigstens ein Buch schenken, weil sie so wunderbare 2 Stunden erlebt hat. Mein Chef hat mich mal ausgezankt, aus irgendeinem Grund. Er war immer so ein schlecht gelaunter Besen. Da wünschte ich, er wäre tot und nachts habe ich's geträumt und am nächsten Tage ist er tot gewesen. Wenn ich dann am Ende der Show quasi ins Foyer gehe, um die Menschen zu begrüßen und Spenden zu sammeln für die AIDS-Hilfe Wien, dann kommen auch alte Menschen zu mir und sagen, also das ist so schön, dass sie das weiter beleben, dass sie dieses Genre ja, also am Leben erhalten. Das ist eine besondere Auszeichnung. Wunderbar. Tippitoppi. Also ich bin ja in den letzten Jahren immer 2-mal gekommen und habe dann in der Dachkammer gespielt. Und das finde ich eigentlich auch schöner, als wenn man einmal ein großes Konzert spielt. Das hat mir immer gut gefallen. Das war auch oft immer so vom Tag zu Tag ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wer da war. Und es ist immer sehr direkt und sehr intensiv mit den Leuten. Die wünschen sich dann was, es gibt Zwischenrufe, es gibt eigentlich keine Berührungsängste. Und hinterher haben wir oft dann nochmal uns mit allen unterhalten oder es kamen dann Kontakte zustande. Ich weiß, einmal kam hinterher einer zu uns, der hat gesagt, ich habe so viel von diesem Konzert mitgenommen, ich will euch unbedingt was zurückgeben. Ich arbeite im Naturkundemuseum, kommt doch da morgen mal vorbei. Und dann haben wir da so eine Führung bekommen. Wir waren auf dem Dach vom Museum, wo man eigentlich nicht hin darf und so. Es war total toll und sowas entsteht hier halt. When I come here, I don't have to worry about things. And that's the other thing. Rock clubs, you've got to do a lot more work. And here, I can just concentrate on my performance. And that is like a beautiful thing. Man muss auch dazu sagen, dass die Sessel im Akzenttheater, und ich bin da mal Probe gesessen, sehr, sehr gemütlich sind. Auch das ein großer Unterschied zu anderen Theatern. Da kann sich der Rabenhof wie eine Scheibe abschneiden. Das heißt, auch die Leute, die das Akzenttheater besuchen, sind, glaube ich, in besten Händen. Es ist sehr gemütlich, ja. Oder? Ja. Es ist die Tonanlage immer perfekt. Ja. Ich versuche krampfhaft irgendwas Negatives zu finden. Also wenn ihr mal eine Vorstellung da erleben würdet, was sich da abspielt, wenn da 400 Kinder mitfiebern, mitschreien, sehen, dass das, was auf der Bühne passiert, tatsächlich jetzt passiert. Ich kann mich da zum Beispiel sehr gut erinnern, dass hier eine Nina Proll, die bei uns in der Ausbildung war, ihren ersten Auftritt hatte. Das Stück hatte damals geheißen Blue Piano und sie hat dort einen Song performt als die bezauberte Genie. Und da wir einen ganz effektvollen Auftritt wollten, ist da hier auf der Bühne des Theater Akzent das Podium, also das von unten diese Hubpodien hinaufgefahren mit der Nina Proll drauf, die dann ihren Song gemacht hat. Das war schon sehr beeindruckend. Es bleibt halt auch immer wieder in Erinnerung. Was mich betrifft, ist natürlich ein breites Spektrum Programm bei mir. Wenn ich sozusagen One-Trick-Pony-mäßig durch die Welt ginge, das wäre mir doch etwas langweilig. Und ich habe das Glück, dass ich mir das leisten kann, weil mir das Publikum
nachgeht. Und das ist ein Privileg. Und was fürs Akzenttheater spricht, ist, dass ich mein gesamtes breites Spektrum hier auf dieser Bühne ausbreiten durfte. Nicht an einem Abend, sondern verteilt über die Jahre. Kollegen, entschuldigen. Danke. Seid ihr bereit? Ja, absolut. Ich möchte Folgendes sagen. Zaunmolden ist heute mit der Wiese. Yes. Zaunmolden. Ich bin immer begeistert, wenn irgendwo ein Theater hervorbricht, also erwächst, so wie ein Pilz. Und es geht sehr oft schief. Und das ist ein ganz großes Glück, wenn so eins dieser Gewächse, ganz egal wie das baulich ist oder wo es ist, plötzlich wie ein Wunder ein Eigenleben hat und anzieht ein Publikum und anzieht auch Leute, die dort gern spielen. Ich bin diesem Haus eigentlich immer wieder verfallen und immer froh, wenn ich erstens in Wien, in meiner häuslichen Nähe, im G-Bereich, einen Auftrittsort habe und weiß, dort gehen auch die Leute gern hin. Und ich weiß nicht, das kann man nicht konstruieren. Das ist ein Wunder, das nicht immer passiert. Ganz große Häuser stehen oft leer, ein Leben lang. Und ganz berühmte Attraktionsgebäude werden gemieden von Dirigenten und Schauspielern und was weiß ich. Und das ist auch nicht, das, man kann nichts konstruieren, was theaterfreundlich ist. Es theaterfreundlich muss sich ergeben und dieses Wunder ist hier wirklich immer wieder passiert. Und ich bin immer glücklich, wenn ich da im G-Bereich mein Publikum wiederfinde.